Nice, schon trotzdem. Ob man nicht durch die Klasse haben. Okay, mit der Tastatur. Und hoch. Oder auch nicht. Ah, okay. Tja. Gib dich zum Wrack des Sternzerstörers. Sammle Schrotz. Ah ja. Du musst noch mehr Schrott sammeln. Den Lichtschwert haben wir noch nicht. Sind hier sehr freie Levelpassagen. Müsste vielleicht eher später nochmal wieder kommen. So, jetzt mal hier rüber. So. Hier rein. Aha. Zuerst wirst du mir beim Schrottsammeln helfen. Anker Platt wird beim Handeln immer wählerischer. Das muss sein, sonst habe ich diese Woche nicht zu essen. Und dann bin ich dir keine große Hilfe. Okay, Zerstörung. Was kriegen wir hier für Schrotz draus? Um die X-Wings zerstören. Okay, was haben wir hier? Vielleicht etwas Blaues. Ja. Ich will wahrscheinlich zu was Bestimmten hin. Vielleicht kann ich etwas bauen, um zu diesem Spot zu gelangen. Ach so, ja, das brauchen wir. Ah, okay. Sekunde. Das war hier. Okay. Schrotze, da oben sind auch Sachen. Die müsste ich mal ran. Es macht wahrscheinlich Sinn, dass wir hier hoch sind. Hier ist eine Leiter. Er ist so nah. Wenn ich etwas baue, 25, komme ich gleich hin. Oh shit. Ah, ein Gleiter brauchen wir hier. Na toll. Einsatz mit X. Das war nix. So, rauf hier. Rauf, 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 rauf. Treppe rauf. Eine Leiter rauf. Verdammt! Ich kann halt nicht mehr klettern. Das ist die einfachste Übung, nicht mehr in der Lage. Die Sachen gibt's.
Dabei ist die Plattform noch ziemlich niedrig. So knapp. So nah und doch so fern. Das hätte so durchgehen lassen können. Ach komm schon. Ich fühle mich langsam verarscht. Das ist hier wirklich. Herrscht dich mal, Zwergi. Wir haben noch nicht mal die Hälfte. Aha, und damit können wir uns jetzt was bauen. Mal schauen, dass wir uns da was bauen. Trampolin. Wow. Ein ausgesprochen gutes Trampolin. BB-8, ich brauche dich hier mal. Nein, ich muss nicht weh shoppen. Okay, eigentlich müssen wir. Gut, sind keine Hahn auch mal hoch. Dann kann ich erfahren. Wei. Der kommt später als der Hahn. Spoiler. Ich war verwirrt von dem ruhigen Dings. Das ist nochmal ganz von vorne, oder was? Ja, sehr toll. Nochmal eine kleine Ehrenrunde. Sturmtruppenhelme. Okay, hoch hier. Heads up. Ich kann mal abkürzen. Wir wollen nochmal den ganzen Weg gehen. Aus Gewohnheit. Den Kleid hatte ich doch eingesteckt. Bin heute auch nicht mehr zu retten. Wird Zeit für eine kleine Pause gleich. Den Gleiter. Ich denke, ich habe die Werkzeuge, um mir eine Hilfe zu bauen.
Okay, wir brauchen den Blaster. Ein Schmetterblaster. Was bin ich tut? Aber ja, was ist da drüben? Ja. Ah, er ist da. Sehr schön. Mensch, BB-8. Was machst du? Geht's dort lang? Das kann ja nur eine Falle sein. Ne, da gibt's weitere. Warum könnte man da nicht oben weitergehen? So. Ist noch ein Dings. Ah, hier. Wow, Wayflow. Ja, das hat ja viel gebracht. So, wo müssen wir hin? Lass uns aber hin. Eine muss noch geben. Ja. Das sollte für eine oder zwei Rationen von Anker okay. reichen. Sehr schön. Gehen wir zum Nima Außenposten. 20 Teile. Auf geht's. Raus hier. So, zur nächsten Episode, zum nächsten Kapitel. Und jetzt lange hier noch Nickets und Eisen gesucht. Ich mache gleich meine Pause. Ich brauche einen Kaffee. Das sind wir gleich da. Ich sehe schon. Level. Du willst handeln, ja? Dann zeig mal hier, was du dabei hast. Mach mal nach der Pause. Ich brauche es dringend. Montag und so. Und dieser Stream startet. Bis gleich. Viertelstunde Pause. Dann handeln wir. Bis gleich. Weiter geht's. Kaffee getrunken, ich bin wieder halbwegs wach. Kann weitergehen. Der Kampf um den Schrott. Diese fünf Teile entsprechen dem Wert einer halben Ration. Letzte Woche war es jeweils eine halbe Ration. Das ist mit dem Droiden.
Der ist nicht zu verkaufen. Nun, der ist mir durchaus 60 Rationen wert. Komm mit, Baby 8. Wasser! Wasser! Oh, verschwinden wir von hier. Ah, ja. Dann war ein Film. Wenn Anka den Droiden nicht kaufen kann, denkt er kann ihn einfach klauen, wie? Von wegen. Mein Bruder. Sorry, BB-8. Was mischst du dich da ein? Ich komme dir zur Hilfe. Ich hab nicht um Hilfe gebeten. Waren das alle? Ich weiß nicht. Was ist? Die Level sind hier wirklich verwirrend. Das ist das 5. oder 6. oder 7. Level. Und das ist das 2. Hey, was? Die Jacke. Der Droide sagt, du hast sie gestohlen. Ich weiß, sie gehört Poe Dameron. Er wurde gefangen genommen von der Ersten Ordnung. Ich half ihm zu fliehen, aber unser Schiff stürzt ab. Dann bist du also im Widerstand? Mach BB-8. Wie es aussieht, ja. BB-8 sagt, dass er einen Geheimauftrag hat und zu deiner Basis muss. Angeblich trägt er sowas wie eine Karte in sich, die zu Luke Skywalker führt. Und alle wollen die haben. Luke Skywalker. Komm schon! Wir können dir nicht entkommen! Vielleicht doch! In diesen Quadjumper! Erstmal ein paar Passanten verprügeln bei Einwohnern. Zivilisten verprügeln. Sturmtruppen schlagen. So, haben wir's dann? Okay. Pass auf! Den hätten wir gekriegt. So viel zum Entkommen. Da ist noch ein Quadjumper. Aber wie kommen wir da hin? Der Weg ist versperrt. Ich habe eine Idee. Ist das Zahnmann? Okay. Da können wir nicht durch. Wer hat also eine Idee? Okay, gibt es noch Sturmtruppen? Kassenklappe. Was ist dem hier? Okay, wie? Autsch. Kann da einsteigen oder wie? Okay, hier gibt's was. Du bist dran, Baby 8. Als ob das funktioniert. Wir wissen doch alle, dass das nicht funktioniert. Wozu der Aufwand? Fliegt um uns ab. Nein. Ja. Los, zu dem Quadjumper. Wie wär's mit dieser Schrottmühle hier? Die Mühle ist doch nur Schrott. Ich wäre dafür, diese Mühle zu nehmen, die Schrottmühle. Erstmal nehmen wir uns ein bisschen Unterwäsche mit. Ich
Diese Schrottmühle. Ja, die finde ich ziemlich attraktiv. Ich würde die gerne nehmen. Also, der nächste dagegen. Kommt wieder. Tja, von hier aus. Wo wir die Schrottmühle nehmen. Schrottmühle. In Anführungszeichen. Tja. Der Schrott wird schon tun. Habe ich was gesagt? Und habe ich was gesagt? Hat gesagt, ich will die Schrottmühle nehmen. Tieffliegender Schrott. Mit deinem Fluglevel. Das wäre jetzt enttäuschend, wenn das kein Fluglevel wäre. Nein! Das gehört mir! Die Wäscheleine. Wir haben Unterwäsche mit dabei. Yay. Bist du das Ding schon mal geflogen? Nein. BB-8 festhalten. Ist die Anleitung falsch rum? Sind die Schilde aktiviert? Ich gehe jetzt runter. Fluglevel, Fluglevel, Fluglevel. Ah ja, ich wollte schon rebellieren. Unten bleiben. Alles klar. Volltreffer! Schießen! Gut geschossen! Hey, bring mich in Position, dann schieße ich alle ab! Zwei sind noch. Einer ist noch. Wo ist der eine? Das Schiff geht nice. Richtig ab! Warte, bis ich erst den Kompressor von der Zündung nehme! Der Schub geht noch nicht wirklich. 1 von 4 haben wir irgendwo. Nicht schlecht für einen Haufen Schrott. Sag doch nicht Haufen Schrott dazu. Mensch. Das ist der rasende Falken. Das Ding hält mehr aus, als ich dachte. Ach was. Nie die Originaltrilogie geguckt. Kulturbanause. Guck mich hier nur mal kurz um. Vielleicht ist hier ein Minikit irgendwo. Natürlich nicht. Ach ja, hier ein besseres Schussfeld. Von hier aus. Nein, und wo ist der 10. Ist irgendwo noch 10. Münzringe. Wo ist denn der? Wo ist der Kleine? Ah, da ist er. Ich kann nicht glauben, dass BB-8 eine Karte in sich hat, die zu Luke Skywalker führt. Luke Skywalker. Ja, der Widerstand. Ja. Wir brauchen diese Karte unbedingt. Dann sollten wir machen, dass wir von der ersten Ordnung wegkommen. Bin dabei. 0 von 5 Torpedos. Okay. Ist ja deprimierend. Und niemand. Wenn nur kleinere Schiffe geflogen, habt ihr den Planeten verlassen. Das nenne ich fliegen. 1 von 3 haben wir irgendwas. Missionen waren war das. Eine Mission haben wir geschafft. Klar, wofür? Eins ist wieder. Eins ist immer übrig. Wir fliegen in diesen abgestürzten Sternzerstörer rein, stimmt's? Hey,
Ich habe da drin schon oft Schrott gesammelt. Mit diesen Geschützen können wir den Motor nicht anhaben. Gut. Wir brauchen etwas Durchschlagskräftigeres. Ein Protonentorpedo oder so. Warte mal. Diese Thais könnten mit Protonentorpedos bestückt sein. Sehr schön. Und so. Zeit 5, 3 von 5, 4 von 5. Von 5. Yay. Von 5 kriegen wir noch den 5. Mit einem kleinen Sammlereffekt. Nice. Und rein hier. Die Piloten der ersten Ordnung gehören zu den besten, die es gibt. Wir müssen vorsichtig sein. Oh, ein Minikit habe ich gefunden. Eins von sechs, zwei von sechs wahrscheinlich. Sie sind direkt vor uns. Oha. Ja, aber halb so wild hier. Hier ist hier wirklich best of von Lego Movie, Lego Movie Video Game, wie wir da gefallen sind in einer Szene. Das war ein Chaos. Es ist hier wirklich chillig, fliegt hier chillig durch. Ich meine. Kommt ja auch noch hier die beiden. Ich habe einen Plan. Oh, die könnte man nicht mehr. Ich kann alles fliegen. Am guten Schaft reingeschaltet. Da sind wir im Weltraum. Du bist in Sicherheit. Und endlich der Weizen. Dies ist das Logbuch der Raumschiff Enterprise. Nein, falscher Film. Ich versuche nur vor der ersten Ordnung zu fliegen. Aber wenn du uns sagst, wo die Basis ist, dann bring ich dich vorher dorthin. In Ordnung? Wo ist eure Basis? Falsche Filmserie. Komm schon, BB-8, sag's ihr. Das Elenium-System? Ja, das ist es. Flieg uns so schnell hin, wie du kannst. Der Daumen. Zu fliegender Schrott. So langsam habe ich den Dreh raus, haben wir gemacht. Okay, ein Minikit. Zwei neue Schiffe, keine Charaktere. Wir machen den Sprung ins Elenium-System. Gut festhalten. Okay, aber hier gibt es bestimmt noch einen Weltraum-Kursant. Ah, okay, jetzt sind wir hier wieder in dem Universum. Hier gibt es auch bestimmt, wenn wir schon mal hier sind. Da gibt es bestimmt einen blauen Stein. Ach, das war der Startplanet. S2A0. Ah, hier. Blauer Stein. Reise nach Dakar um Millennium-System. Blaue Steine. Hurra. Na dann. Niemals Außenposten? Nee, oder? Galaxiskarte. Ah, okay. Hier, Dakar. Weltraum oder Dakar. Da finden wir nicht nur noch einen blauen Stein. Jetzt füllt sich die Weltraumkarte auch noch weiter. Und noch einige Planeten hier. In der Sequel-Trilogie. Es ist die erste Ordnung. Was machen wir? Uns muss was einfallen. Hey.
hast du dieses Schiff her? Es hat sich doch wohl nicht einer der Ratara losgerissen. Oh, ganz toll. Die guavianischen Sicherheitskräfte. Geht runter und bleibt da, bis ich euch rufe. Han Solo, wir wollen unser Geld zurück, sofort. Denkst du, Ratara zu jagen ist billig? Kanji Club will seine Investition auch wieder haben. Diese WW-Einheit. Die erste Ordnung ist auf der Suche nach genau so einer. Und nach zwei Flüchtigen. Wenn wir die Panzertüren in diesem Korridor verriegeln, dann sitzen beide Banden in der Falle. Ich hab da ein ganz mieses Gefühl.